Hallihallo und willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy. Nächster Einsatz. Yep. Und wir schauen schon wieder. Zeig's kurz auf der Map, wir sind Richtung Süden geflogen. Da zu der Tankstelle steht auch unser Helikopter. Die Tankstelle hat momentan noch nichts beinhaltet. Bin mir auch nicht sicher, ob da dann im späteren Verlauf noch was kommt. Ja, und jetzt sind wir gerade unterwegs darüber. Da steht wieder ein Helikopter, darum machen wir das gleich zu Fuß. So, und wir sind gerade wieder beim Aufdecken der einzelnen Gegner. Ich finde den nicht. Naja, das ist das wie so ein Obstbaumgarten oder so. Und die wandern da relativ stark, das weiß ich noch von einem Einzelspieler gehen. Ich glaube 5 sind es und die spazieren da wirklich ziemlich heftig herum. Okay. Komm, da ist wieder der Sportwagen. Ja. Gut, der kann auch nicht dort davon. Südamerikaner. Wobei, wenn ich mir die Straßen da so anschaue, wenn das in Natur dort da so ist, sind sehr gute Autofahrer. Ah ja. Einer kommt. Ah, yes. Ich sehe aber keinen gerade. Ich robbe mich ran. Sollen wir die gleich wieder wegpfeffern, oder? Naja, ich sehe den Obstgarten schon. Okay, einer kommt auf mich zu. Lass ihm nur ein Stück zu dir und dann kannst du ihn wegnehmen. Ja, bis der hintere außer Reichweite ist. Tango ist tot. Schön. Da kreuzen jetzt zwei beim Heli herum. Kannst du einen nehmen? Ja, der eher. Ich sehe nur. Den nehme ich. Okay, ich nehme den anderen. Ah, jetzt ist es ja nicht mehr tragisch, jetzt entfernen sie also wieder so. Ich nehme den. 3, 2, 1. Scheiße. Passt, weggesehen. So, in der Kirche selbst sind, glaube ich, auch noch ein oder zwei. Ja. Es sind hinterm Haus, müssten auch einige sein. Okay, dann versuche ich mal rundherum zu kommen. Ja, der steht sehr exponiert. Den werde ich mir vorknöpfen, hinten am Wagen, ganz hinten. Der ist auch weg. So, dann fertig. So, dann marschieren wir da gleich mal rein. Kann man da auf? Ich hab mal aufgebucht. Was ist denn? Na, was ist? Magst dich gebrauchen. Ah ja, das ist auch okay. Waffenkiste. Maschinenpistole. Ist aber glaube ich nur so ein Teil oder so. So, dann ab zum Hubschrauber. Hubschrauber. Okay. Schauen wir mal kurz auf die Map, wo das nächste ist. Das wäre da hier oben. Das
glaube ich auch wieder irgendeine Tankstelle oder so. Auch ein eher kleinerer Einsatz. Mhm. Machen wir gleich mit. Okay. Also gerade Richtung Norden, oder? Da unten wäre jetzt gerade die Spur drin. Dem Santa Blanca Leuten. Und haben wir den schon gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Zwei oder drei, die da stationiert sind. Sie können eine kleine Gruppe Feinde. Eins, zwei, fertig. Okay. Welchen siehst? Ich sehe beide. Dann such dir einen aus. Okay. Nehmen wir gleich den. Geht. Zähl an. Ich muss erst 3, 2, 1. So. So. Ich glaube, da waren wir. Ah, das Fass ist noch, ja. Da waren wir noch nicht. So. Hm. Ich hätte gleich wieder nachgefüllt. So, dann geht's darüber und da kriegen wir jetzt dann wieder eine Handfeuerwaffe. Wo rüber? Ah, nächster Einsatzort, aber da fliegen wir wieder mit dem Heli hin. Achso, ich lauf mal. Wo ist, wo steht eigentlich der Heli? Ah, da drüben, gell? Hm. Ich mach das, ich fliege. Mhm. Bleib da! Geht! Hoch und befahren. Was ist das für ein Einsatz? Gerade explodiert, siehst du das? Rechts vor. Ja, das sind irgendwelche Fässer, vermute ich doch. Ja, wieder ein Baum für die Dinge. Thank you.
ja. Bist du drinnen? Ja. Okay. Ja, das habe ich beim Einzelspieler genau schon verstanden, warum die da steht. Da ist ja eigentlich nichts, da kommst du so nicht her. Da hinter mir. Ja. Das tut sich da nicht wirklich viel. Ich glaube, da vorne stehen jetzt nur zwei Santa Blanca-Wachen, die können wir machen. Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Hast du einen? Mhm. Müsste jederzeit anziehen. Warte mal, ich markiere ihn wieder. Mhm. Nein, den markieren wir. Geht? 3, 2, 1. Angriffsrate weniger. Ach so. Ich bin richtig aufgeregt. So, dann okay. Fliegen wir wieder. Da wären wir. Ja, wir können noch den nehmen. Der gleiche. So, dann schauen wir, wo es als nächstes hingeht. Es läuft ja wie im Schnürchen heute. Naja, das sind ja alles kleine. Kleine Fische. Ja. Was haben wir da? Nebeneinsatz Verstärkung. Schüchtern Sie den Sicario ein. Ja, der ist. Das wo? Ist interessanter. Wo? Grüner. Die Waffe mit dem Pfeil nach oben, nordwestlich von uns. Unterhalb von Coro Bravo, wo wir vorhin waren und die Dokumente gefunden haben. Ah ja. Das interessante Einsatz, weil den muss man lebend fangen. Und der wehrt sich, aber der schießt auf einen. Das ist. Also da muss ihm einer ablenken und schießen und der andere von hinten und ihm greifen. Okay, du greifst ihn, ich schieße ihm ins Knie. Wollen wir dorthin? Ja, probieren wir es. Gut, dann probieren wir den. Passt. Zip. Zip. Das Wachen hat er wieder genau das Personal, was vorhin auch dort war. Mhm. Er hat mich ein bisschen genervt, der Einsatz. Weil du diese. Die drei, die dich begleiten in der Gruppe, die vom Computer gesteuert ja. werden, denen kannst du nicht so genaue Befehle geben, was es ist, also sie anschleicht von hinten und den greift oder Ablenkungsfeuer macht. Jetzt musst du das alles alleine machen. Der hat mich immer knapp, bevor ich ihn halt gegriffen habe, hat er mich wieder geschossen. So, wir sind zu tief. Eindeutig. Steigen, 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 steigen. Ja, du kannst während dem Flug, ich weiß nicht, ob das bei einem echten Heli auch so ist, aber während er sich bewegt in der Richtung, kann er nicht steigen, nur sehen. Ich bin nie wieder geflogen, keine Ahnung. So, da werden wir wieder auf der Kreuzung dort landen. Auf unsere Posten da oben. Ich werde mich versuchen, positionieren. Ja, ist okay, du kannst da gern da heroben, wo wir vorher waren. Wo du willst. Ah, okay, ja, das mache ich dann. Sieht eine kleine Gruppe Tango aus.
Hier ist dein Sicario. Wo hast du sie? Ich bin das schön übersichtlich war. Sieht man nicht wirklich. Nicht. Okay, da oben. Ich umkreise das wieder. So, oder machst du es du? Nein. Wie du willst, du kannst da bleiben und ich. Ich gehe wieder auf meine Position von vorne. Ja, nein. Okay, dann gehst du rüber. Ja. Lass dann bleib wieder. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ups, klettern. So. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da ist nämlich unten an der Kreuzung auch einer, den werde ich mal wieder besuchen. Jetzt sollte man es so ausschalten, dass wirklich niemand alarmiert wird. Okay, ja. Also, dass er, wenn er dann auf uns aufmerksam ist, dass außer ihm sonst keiner mehr da ist. Die alle sehr gut. Der eine ist mit durchgegangen. Okay, der geht da, glaube ich, wieder runter. Ja, der geht wieder runter, den werde ich mir krallen. Mhm. Den kannst du schon mal wegnehmen, oder? Der führt Selbstgespräche. Naja, die führen alle Selbstgespräche. Ich habe getroffen. Ja. Sehr schön. Zwei an der Tankstelle, drei drinnen. Die zwei an der Tankstelle, ich könnte den dann nehmen. Ich sehe gerade gar nichts. Gut, der eine geht zum Helikopter und ist gleich weg. Einen Moment. Ah, fuck, jetzt geht der. Der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Ich habe Abschuss bestätigt. Okay, sie wissen, dass wir da sind. Fuck aus. Ja, ich sehe keine Ahnung. Sehr schön. So. Jetzt versucht er zu fliehen. Einfach auf die Autos, auf die Motorhaube. Ja, ist hier. Ich bin kurz okay, komm zu dir. Ah, schieß. Auf den. Nein, los. Wir holen sie an. Warte. Stell die kurz auf. Mhm. Fuck, die sind hier. Scheiße. So, auf und weg. Weg. Kontakt, nahe Reifenstapel. So, wir brauchen ein Auto. Ja, den Bus holen wir nicht ein. Scheiße, jetzt ist kein Auto da. Ach du Kacke. So. Ups. Ja, ich glaube, ich sehe ihn da vorne. Okay. Er ist nämlich, glaube ich, kein guter Autofahrer. Aber es hat sie nicht aufgehalten. Ich versuche sie da irgendwie in Schach zu halten.
bauen sie nicht hier Säcke. Irgendwie. Hast du ihn? Bin fast an ihm dran. Silenzio, Marce. Hab ihn. Ja, die Rebellis kommen und helfen mir. Amigo, es gibt Feuer, es gibt Schwefel und es gibt Zählt's bei dir? Ich bin kurz davor, dich abzufackeln und deine Asche in der Gegend zu verstreuen. Und verbrauch mir! Moment. Ich verschwund dich, aber nicht aus Nettigkeit oder Mitgefühl. Ich verschwund dich, weil deine Freunde wissen sollen, dass die Apokalypse kommt und sie beten sollen. Dreckzeug, die ihm eine Kugel verlassen soll. Ja, es zählt euch schon. Super. Liegst du oder was? Komm wieder zu dir. Lass dich zurückfallen. Wenn oh. Ich bin gefallen. Ich schätze, so sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Bootpark. Wie unterwegs zu dir? Ja, da ist noch Verstärkungsauto gekommen. Ich laufe. Gute 100 Meter noch. 35 Sekunden. Ja, das geht hier aus. Den Sprint schaffst du. Gut. Dann nehmen wir sie im Hubschrauber, ne? Hubschrauber, ja. Okay. Das war eine schöne Explosion. Ich laufe noch mit dem Nachtlicht herum. Schönen Morgen. So, ja, das nächste. Wie schaut's aus mit der Folge? Ja, passt genau. War deine oder meine? Ich markiere noch schnell deine Ansage, was wir vorher Doppelfolge gehabt haben. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein und dann geht's auf zum nächsten Auftrag. Ciao! Tschüss!